Gashaku Shozo Shwakugo Kailbushi Tanjinji Jujin Guishi Shosho Izaiga Kankai Sang. Verdammt, die Wolkendecke reißt auf. Es geht los. Wenn ich jetzt die Wetterdaten durchgebe, wirft der Tibbetz den Scheißkürbis direkt über Hiroshima ab. Der General hat uns heute Morgen noch aufgebaut. Männer, wir müssen handeln. Wir müssen das tun. Wir haben keine Wahl. Die Scheißjapsen brauchen einen Denkzettel. Denkt an euer Land. Denkt an eure Familien. Ihr tut das für Amerika. Ihr seid auserwählt, ihr seid die Besten. Das amerikanische Volk wird euch als Helden feiern. Ihr seid auserwählt. Ihr seid auserwählt, den Krieg zu entscheiden. So ein Mist. Wie kann er sowas nur sagen? Dieser Befehl wird Amerika Tag und Nacht verfolgen. Für immer und ewig sind wir Verbrecher, gebrandmarkt. Und für die Menschen der Zukunft sind wir entsetzliche Monster. Ihr seid schuldig, werden sie schreien. Schuldig, schuldig, schuldig. Mein Gott, ich werde nicht mehr schlafen können. Niemand wird mehr schlafen können. Ich, Robert Etherly, habe denen gesagt, dass die Luft rein ist. Und erst die eine Bombe, dann die zweite Bombe und bums. Der Krieg ist vorbei. Alles ist vorbei. Und meine Kinder, meine Frau, die werden mich hassen. Das ist doch gottlos. Niemand wird mir je vergeben. Die Bombe und Gott. Das ist doch ein Witz. Ich werde nicht mehr beten können. Ich werde wahnsinnig. Die werden mich wegsperren und alle werden sagen, ich bin verrückt. Ich muss das jetzt tun. Ich muss das jetzt tun. Ich muss das jetzt tun, sonst werfen die mich aus der Armee. Sie werden sagen, Major Etherly, Sie haben in Hiroshima versagt. Jetzt geht der Krieg weiter und tausende ihrer Kameraden werden noch sterben. Durch ihre Schuld. Aber ich werde so oder so ein Verbrecher sein. Ein Krimineller. Geächtet. Heil Etherly, werden sie schreien. Meine Familie wird auf mich spucken. Ich werde keinen Job mehr haben. Ich werde kein Geld mehr haben. Und was soll ich dann tun? Tankstellen überfallen? Schnapsläden überfallen? Waffen schmuggeln? Sie werden mich einsperren. Mich, Robert Etherly, der Held in Handschellen. Ich lande im Irrenhaus. Die Seelenklempner waschen mein Gehirn und füttern mich mit Versuchspillen. Wie eine weiße Leiche werde ich mein Leben verbringen. In Zwangsjacken, unter kalten Duschen, mit Elektroschocks. Und am Ende kommt die Lobotomie in Waco. Oder der Flug im Kopf. Der ewige Flug durchs Gehirn. Und der Kopf zerplatzt. Vielleicht werden die mich vergessen. Und ich lieg gefesselt in Waco. Wie ein gefährlicher Geisteskranker. Der Etherly hat ja die Bombe geworfen und Hunderttausende umgebracht. Aber eigentlich habe ich denen ja nur gesagt, dass die Luft rein ist. Verdammt, Bob, reiß dich zusammen. Der Himmel ist klar, die Sicht ist gut. Okay, die Luft ist rein. So ist das jetzt eben. Und dann werfen wir den Japsen den Kürbis auf die Köpfe und der Krieg ist vorbei. Ich gebe das einfach durch und dann hauen wir ab. So macht das jeder Schurke. Warum soll mich die Nachwelt hassen? Dem Einstein nimmt das doch auch keiner übel.
Ich bin der Auserwählte. Ich lasse den Tibbetts die Bombe werfen. Das ist dann sein Job. Little Boy. Aber überall in der Welt wird man nur von mir sprechen. Die Zeitungen sind voll mit meinen Bildern. Ich, Robert Etherly, habe für den Weltfrieden gekämpft. Ich krieg einen Orden. Und ich werde General, verdammt. Aber bestimmt stürzen sich alle nur auf den Tibbetts. Weil der ja die Bombe geworfen hat. Er ist der echte Held. Ich hab ja nur gesagt, dass die Wolken weg sind. Für mich wird sich keiner interessieren. Für mich wird sich keiner interessieren. Ich werde aus der Armee entlassen, der Familie verlassen. Ohne Job und ohne Geld. Und was soll ich dann tun? Tankstellen überfallen? Schnapsläden überfallen? Waffen schmuggeln? Ich war ja dabei. Das zählt ja auch. Und der Tibbetts darf ja nichts verraten. Militärgeheimnis. Für die Zeitungen bin ich der Pilot. Ich liege ja in Waco und kann mich nicht wehren gegen ihre Schmiererei. Vielleicht machen sich da sogar ein paar Raubüberfälle gut. Dann sind die Zeitungen voll. Und alle werden sich an mich erinnern. Vielleicht denken die dann sogar, ich hätte den Kürbis selbst geworfen. Dann mache ich ja doch Geschichte. Robert Etherly, der verzweifelte Hiroshima-Pilot, der jetzt verrückt spielt, Postämter überfällt und im Gefängnis landet. Da gehe ich doch besser gleich in die Klapse. Kriege ich wenigstens die Schecks von der Fürsorge. Ein Psycho, der in der Geschichte stecken bleibt. Schuldig. Vom Bombenwerfer zum Friedensfreak, der sich vom Antimilitaristenpack feiern lässt. Von Schuld beladen werde ich Reden halten. Gut bezahlte Reden. Bücher werden über mich geschrieben. Filme werden gedreht. Und die Friedensapostel der ganzen Welt werden sich um mich scharen. Denn wenn der Hitler weg ist, kommen die deutschen Philosophen zurück und entdecken mich als Friedensheld. Ich werde so berühmt wie Einstein. Ohne den hätte es die Bombe ja nie gegeben. Frieden ist ja auch Wissenschaft. Der Einstein und ich, wir haben das Ding über die Schwelle geworfen. Verdammt, ich werd's tun. Die Bombe hab ich ja nicht dabei, aber die hinter mir. Ich gebe ja nur den Wetterbericht durch. Mehr tue ich ja gar nicht. Aber vielleicht denken die ja doch, ich hätte den Kürbis selbst geworfen. Dann kann ich den Japsen später mal Botschaften schicken. No more Hiroshima! Ich, Robert Etherly, der reuevolle Sünder, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Ich, Bob Etherly, der die Welt um Verzeihung bittet, der bereut und dem vergeben wird. Verdammt nochmal, meine Frau und meine Kinder sollen stolz auf mich sein. Weltfrieden, ist doch alles heiße Luft. Ein paar Sekunden und alles ist vorbei. Und dann geht's ab nach Florida, in die Sonne. Männer, es ist nicht wichtig, wer das tut. Es ist wichtig, dass wir das tun. Ja, der General hat schon recht. Kein Mensch wird wissen, dass ich dabei war. Ich, der Pilot von Hiroshima, der Atomschwindel hält. Und dann kommen die Filmfuzzis. Ich könnte ein Drehbuch schreiben. Der Bob Hope spielt mich und Rita Hayworth meine Frau. Und dann die Fahrt im offenen Chevy durch Dallas zum Happy End. Okay, da unten sieht das Wetter gut aus. Die können loslegen. Die Luft ist rein. Verdammt, ich spreche schon wie ein billiger Gauner. Am Ende geht doch alles schief. Da sterben zu viele. Zu viele Frauen und Kinder. Vor allem die Kinder werden die mir vorwerfen. Aber es werden auch welche überleben. Und die werden mir vergeben. Kinder verzeihen ja schnell. Ich, das Monster, werde meine Hand nach ihnen ausstrecken. Und sie werden mich streicheln.
Verdammt. Verdammt. Der Einstein und das Militär, die haben Schuld. Ich bin doch auch nur ein Opfer. Ein armseliger Idiot, der nicht weiß, was er tut. Mein Gott, was für eine blöde Idee. Ich weiß ja, was gleich passiert. Die Welt wird ganz anders aussehen. Anders als vorher. Noch schlechter. Und mich werden sie hassen. Ich kann ja gar nichts tun. Hier unten ist völlig klare Sicht. Ich kann das Ziel markieren. Und dann kann ich wieder zurück. Zurück? Wohin zurück? Ich kann auch sagen, das Wetter ist schlecht. Nur Nebel. Ich sehe nichts. Ja, das ist gut. Ich habe nichts gesehen. Aber der Tippitz wird wissen, dass ich lüge. Alle Kameraden werden das wissen. Bob, der Lügner und Feigling. Ich kann nicht zurück. Oder das Funkgerät hatte einen Defekt. Aber sie werden das nachprüfen. Sie werden alles untersuchen. Wenn ich jetzt lüge und zurückfliege, bin ich dran. Die haben da Experten, die graben alles aus. Major Etherly, der feige, verlogene Lump, der seine Kameraden im Stich lässt. Ich habe gar keine Wahl. Sonst komme ich ins Gefängnis oder lande im Irrenhaus. So oder so. Warum soll ich mir das antun? Ich habe den Scheißkrieg nicht angefangen und soll den jetzt beenden. Ohne mich, Männer. Ich werde gar nichts tun. Ich werde gar nichts melden. Ich werde den Befehl geben, einfach weiter zu fliegen. Immer weiter. Nur weg von hier. Immer geradeaus. Ohne Ziel. Immer geradeaus. Ohne Ziel. Und irgendwo hinter dem Horizont. Und irgendwo hinter dem Horizont. Kommen wir dann runter. Es wird gar nichts passieren. Es wird gar nichts passieren. Es wird keine Bombe geben. Es wird keine Bombe geben. Hiroshima wird sich auch kein Mensch erinnern.